Liebe Anhänger des dunklen Bartes, ich weiß ja mittlerweile, dass ihr auf Real Talk steht und genau deswegen gibt es heute Real Talk, der sich gewaschen hat. Ich hoffe, ihr könnt mir nachsehen, dass ich dieses Mal nicht ganz so zu Scherzen aufgelegt bin, weil, und ihr habt es ja schon im Titel gesehen, das Ganze für mich ein bisschen persönlicher ist und dieses Mal keine dieser Real Talk Stories ist, wo ich dann irgendwie komplett drauf scheißen kann. Es geht darum, und das hat wahrscheinlich schon jeder mal erlebt, dass ich den Kontakt zu einem Freund aufgeben möchte, welcher nebenbei gesagt sogar ziemlich präsent auf meinem Kanal war, weil einfach eins zum anderen kam und man sich, ich würde es jetzt mal milde ausdrücken, ein bisschen auseinandergelebt hat. Da das Ganze aber ziemlich enorme Folgen für diesen Kanal haben wird, gerade auch wegen dieser Bart-Challenge, wie wir alle wissen, und auf die wir auch alle viel zu lange schon warten, gibt es für mich nur diese Plattform, das Ganze anzusprechen, auch wenn ich nicht davon so überzeugt bin, alles persönliche, private, was Freundschaft, Beziehung und Familie angeht, über YouTube irgendwie zu klären. Aber da das Ganze eigentlich auch über YouTube anfing, ist es, glaube ich, nur passend, wenn das auch über YouTube sein Ende findet. Und da ich ja auch, wie gesagt, in nächster Zukunft sehr viele Projekte mit dieser Person geplant hatte, ist es nur logisch, dass ich dann hier auch ein kleines Statement dazu abgebe. Ja, es geht tatsächlich um Olli und ihr habt es bereits im Titel bzw. auch im Thumbnail gesehen. Aber und jetzt kommt einer meiner Lieblingssprüche, wenn es um Real Talk geht, fangen wir einmal von vorne an. Wir lernten uns vor über etwas einem Jahr kennen, als er nach Leipzig kam, um im Crunchfit zu arbeiten, das Studio, in welchem ich schon vorher arbeitete, und wir das beide auch immer noch tun. Wir haben uns ehrlich gesagt auf Anhieb sehr gut verstanden und es dauerte auch nicht lange, bis er sich für meinen Kanal interessiert hat und wir sogar auf die Idee kamen, mal ein bisschen was darauf zu machen. Und ich glaube, das erste, was wir gemacht haben, war, wir haben gezockt. Und später kam man dann auf die Idee, aus dem Zocken einen Stream zu machen. Oder sogar eine Stream-Reihe. Und so ist unsere legendäre Resident Evil-Reihe entstanden und ich muss euch, glaube ich, nicht sagen, wie gut das Ganze lief. Und ich war von Anfang an, noch bevor wir diese Challenge überhaupt gemacht haben, fester Überzeugung, dass er nicht nur extrem selbstbewusst und extrem charismatisch vor der Kamera ist, sondern machte ihn sogar ständig klar, und das mache ich eigentlich bei niemandem, wie unfassbar viel Potenzial der Kerl eigentlich hat. Mega unterhaltsam, mega humorvoll und gut, ich kann das als Typ immer schlecht einschätzen, aber ich würde auch sagen, ziemlich gut aus. Und ich sagte ihm sogar, und das nicht nur einmal, und das könnt ihr euch wahrscheinlich auch ziemlich schwer vorstellen, weil ich halt schon eine ziemlich selbstbewusste Person bin, würde ich jetzt mal sagen, dass ich ihn sogar als viel größeren YouTuber ansehen würde, als mich selbst, wenn er das durchzieht. Und ich finde, dass er einfach viel mehr Potenzial hätte so. Und ich brauche ja keine Freunde anlügen, da kann ich ganz ehrlich neidlos anerkennen, wenn ich denke, dass jemand besser wäre oder besser ist. Wie dem auch sei, später drehten wir ziemlich viele coole Sachen für meinen Kanal. Zum Beispiel Wahrheit oder Dicht. Was ist das Ekelhafteste, wo du deinen Schwanz hier reingesteckt hast? Ich habe mal versucht, als Kind aus einer Pringles-Dose eine Muschi zu bauen. Was hast du gerade nicht gesagt? Was hast du gerade nicht gesagt? Erzähl mal ein bisschen nochmal. Was hast du gemacht? Ich hab mal versucht, aus einer Pringles-Dose eine Maschine zu machen. Oh Gott, das kann ich mehr. Warum? Warum? Wofür brauchen wir eine Muschi? Natürlich die ganzen Horror-Games, die wir zusammen gezockt haben. Ich bin nur der Handwerker und ich bin hier, um das Licht zu reparieren. Mehr nicht. Oh mein Gott! Verdammt, Ben! Ah. Oh mein Gott! Zieh das Ding aus! Zieh das Ding aus! Alter, zieh das Ding aus! Mann! Fuck! Alter! Oh mein Gott, ist mir schlecht. Was ist denn mit diesem Spiel verkehrt? Oh, ey! Hat mal jemand ein Pflaster? Kann ich den Keller wieder annehmen? Eine meiner absoluten Favorites war auch Sei nicht das Mädchen. Scheiß FIFA. Ja, Schatz. Alles cool? Ja. Seit wann trinkst du Bier? Ja,
Seit wann zockst du und trinkst Bier? Seit wann hast du was zu sagen? Hatten wir nicht eigentlich ausgemacht, dass du heute den Abwasch machst, weil ich es gestern gemacht habe? Hast du schon mal was von Emanzipation gehört? What the fuck, was hat das damit zu tun, Mann? Wir haben gerade darüber kommuniziert vor ein paar Tagen, dass wir uns auch abwechseln, oder? Du hast geredet, ich habe keinen Bock auf deine Scheiße. In jüngster Vergangenheit, diese Amazon-Kundenbewertung. Dann gibt's eine Milchkakaocreme, also quasi eine Nutella-Abklatsch, der Stuhlgang heißt. Das war als Geburtstagsgeschenk für einen Freund gedacht, also dachte ich, mit diesem Aufstrich kann man diesem besonderen Schlag von Menschen eine Freude bereiten. Doch leider hat dieser Stuhlgang seine erfreute Wirkung völlig verfehlt. Weder Konsistenz, Geruch noch Geschmack sind laut Aussagen ähnlich, beziehungsweise mit dem Original vergleichbar. Es sei nicht mal ein Stückchen drin gewesen. Echt ärgerlich, weißt du, da freust du dich auf so eine Portion Stuhlgang zum Frühstück. Und selbst bei meinem 87-Stunden-Spendenstream hat er ganze 8 Stunden davon übernommen, wovon ich leider kein Material mehr habe, weil wir ja alle wissen, das wurde gelöscht. Und bei vielen anderen Videos war Olli auch hinter der Kamera, war das zum Beispiel beim Alex. Wir spielen heute ein Spiel. Ich stelle Ja- oder Nein-Fragen, beziehungsweise ich habe oder ich habe nicht Fragen, die ihr dann immer mit den Schildern beantworten könnt. Ja, okay. Ja, primär sexuell. Meine nicht, was deine. Euch, ja. Primär deine sexuell. Deine. Wir fangen seicht an und werden dann richtig hart. Oder auch bei Luze. So, wie fangen wir das Video ein bisschen an? Klick. Dich noch nie gemocht, Olli. Mach nochmal. Jetzt kommen wir jetzt. Einen kleinen Schwanz. Man kann schon deutlich sagen, dass es mir sehr wichtig war, ihn so oft wie möglich auf meinem Kanal am Start zu haben. Das erste, was mich dann so ein bisschen gestört hat, war so Mitte 2017. Nach so circa einem halben Jahr ziemlich intensiver Bekanntschaft mit einem Mädel, welche ich im Studio kennengelernt habe, in welchem wir ja beide arbeiten, entschied ich mich, unser Verhältnis, also ich zu dem Mädel, zu beenden. Welche ich natürlich auch vorher mit Olli bekannt gemacht habe und welche ihn glücklicherweise auch sehr sympathisch fand, weil ich es ja auch wichtig finde, dass man sich untereinander einfach auch treffen kann und beide für mich ja auch eine ziemlich große Rolle im Leben gespielt haben. Nachdem das Ganze dann zwischen uns vorbei war, fragte mich Olli, und das nachdem ich es über so zwei, drei Ecken gehört habe, dass es tatsächlich schon lange so ist, ob es okay ist, sich mit diesem Mädel zu treffen. Ohne dass es mich stört, weil er sie sympathisch findet und sie ihn auch sympathisch findet. Mit Betonung auf freundschaftlich gesehen. Grundsätzlich für mich ja kein Problem, wo dann aber Zweifel aufkommen, ist eben, wenn man das vorher über verschiedenste Ecken hört und anstatt das dann anzusprechen, warum ich das schon über 1000 Ecken gehört habe, einfach nur zu fragen, als wäre er schon der Erste, der es mir sagt, so wäre es okay, wenn ich das mache, weil ich würde erst damit loslegen, wenn du gesagt hast, du hast damit kein Problem, so. Bisschen komisch ist das schon, muss ich sagen. Und wenn man jetzt mal ehrlich ist, so vorher haben sie das auch nicht gemacht, wo ich noch mit ihr Kontakt hatte. Warum sollte man dann plötzlich damit anfangen? Oder warum sollte es überhaupt dafür einen Grund geben? So, okay, da komme ich dann später dazu, was ich da für eine Ansicht habe. Und nebenbei gesagt, hörte ich so irgendwie von mehreren Kumpels, die sie über mich kennengelernt hat, so, dass sie plötzlich mit allen übelst chillt und übelst enges Verhältnis pflegt und die auf einmal so alle Best Friends sind, so. Puh. Für mich gibt es kaum was Lächerlicheres nach einer Trennung. Aber auch das sollte mich jetzt nicht länger als 2 Tage stören, weil ich mochte sie zwar gern, aber man konnte jetzt nicht von Liebe reden. Was ja meinerseits auch einer anderen Person vorbehalten war, jetzt mal davon abgesehen. Das, was mich eben störte, war so die Heimlichtuerei und diese rhetorische Frage so, stört dich das etwa? So, nennt mich altmodisch, vielleicht habe ich einfach nur völlig komische Ansichten. Aber ich persönlich würde nie riskieren, dass auch nur die Chance bestehen würde, dass ich Beef mit einem Kumpel vor mir habe, beziehungsweise eine Freundschaft darunter leiden könnte, wenn ich mich mit einem Mädel treffe, mit welcher mein Kumpel einfach auch mehr zu tun hatte. So. Da finde ich persönlich solche Fragen einfach auch überflüssig, weil das sollte man eigentlich selbst sich so im Kopf denken und sagen so, naja, das Risiko ist da. Genau, allein aus dem Grund würde ich es einfach schon nicht machen. So. Aber ist ja jeder Mensch unterschiedlich so. Ich will jetzt niemanden hier irgendwie an den Pranger stellen. Loyalität ist ein Begriff, der ist wahrscheinlich Ansichtssache. Dennoch hat das so das erste Mal so ein bisschen Misstrauen und Zweifel geschürt einfach. Was mir später irgendwie noch öfter bestätigt werden sollte. Relativ regelmäßig fragte ich ihn im letzten Jahr, ob er bei Videos dabei sein möchte und
wenn jemand zu mir Ja sagt, dann möchte ich mich im Endeffekt natürlich auch drauf verlassen können. Es gab ständig Absagen, gern auch mal auf den allerletzten Pfiff. Manchmal änderte er auch ziemlich kurzfristig gern seine Meinung. Oh nee, Digga, das ist mir doch ein bisschen zu krass. Obwohl vieles davon sogar seine Idee war, so. What the fuck? Und die Frage, die sich dann wahrscheinlich viele stellen werden, warum renne ich ihm dann noch hinterher? Ich war einfach immer fester Überzeugung, dass sich dieses Krummmachen lohnt, weil wenn es denn endlich mal dazu kam, dann sind einfach ziemlich geile Videos draus geworden, so. Und da kann ich tatsächlich sehr viele Kompromisse eingehen, weil YouTube, und das habe ich jetzt sehr oft schon betont, mir sehr wichtig ist, einfach. Und sind wir mal ehrlich, ich hatte einfach in der Vergangenheit auch nicht den Luxus, mir dann einen Plan B, C oder D zu schnüren. Aber es gibt natürlich auch für mich Grenzen und manchmal summieren sich gewisse Dinge einfach, bis es dann nicht mehr geht. Ständiges Absagen und Verschieben. Rumhängen mit Leuten, die ständig irgendwelchen Dreck über mich zu erzählen haben. Und ja, sowas ist nicht schwer rauszufinden, wenn man ein paar Augen und Ohren in Leipzig hat. Das ständige Pushen seines Channels und seiner Videos, wobei man auch sagen muss, dass ich das erste Video für ihn, was er hochladen wollte, so ziemlich selbst geschnitten habe, beziehungsweise stundenlang dran saß, weil ihm das wichtig war, mir echt Mühe gegeben habe, wir beide gesagt haben, das ist ein cooles Video und dieses Video dann einfach später gelöscht wurde, so, ohne mir wenigstens mal kurz Bescheid zu geben, so. Oder sogar das Bezahlen seines Profilbilds für seinen Kanal, was nicht ganz so günstig bei meinem Grafiker war, weil der halt eine ziemlich geile Arbeit abliefert. Aber ey, auch das mache ich alles gern, ne? Nicht falsch verstehen. Sofern man eben dann auch was draus macht. Zumal es sehr oft betont wurde von ihm, dass ihm das auch wichtig ist und dass er das gerne macht und dass er auf jeden Fall motiviert ist. Und ja, ich überschreite auch gern die letzte Grenze, weil auch auf unserer Arbeit gab es so ein paar interessante Highlights, die ich euch nicht vorenthalten möchte, weil es einfach dazugehört und ich vor euch kein Blatt vor den Mund nehmen brauche und möchte und offen und ehrlich kommunizieren will, was mich denn so bewegt. Es waren oft so Kleinigkeiten, wie dass man merkt, dass irgendwelche Leute da rumsnitchen und sich Olli da gerne irgendwie anschließt oder zumindest nicht entschärft und zu seinem Kumpel steht. Für mich ist eben eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine Freundschaft, dass man eben auch in beruflicher Hinsicht so ein bisschen zueinander steht, selbst wenn dein Bro mal einen Fehler macht. Auch das war nicht wirklich schwer rauszufinden und hab's meistens leider auch am selben Tag erfahren, wenn ich hinter meinem Rücken so ein bisschen von meinem Kumpel verpfiffen wurde. Was für mich eben einfach, wie ich schon sagte, nicht geht so. Gerade wenn es um Existenz und Beruf geht, das finde ich das sowieso unter aller Sau und verstehe dann einfach auch nicht so viel Spaß, muss ich sagen. Aber auch das wurde zu einer meiner wertvollsten Lektionen im Leben. Und kommen wir nun zu meinem persönlichen Highlight, welches dann auch der letzte Tropfen im Fass war, der das Ganze zum Überlaufen brachte, wie man so schön sagt. Und letztlich auch tatsächlich der Anlass war, um dieses Video hier zu machen, war der Moment vor einigen Tagen, wo ich den Olli gefragt habe, hey Olli, Mensch, und ihm im Studio abgepasst habe, weil ich ihn so halt auch schwer erwische. Wie sieht's denn mit unserer Bart-Up-Challenge aus? Wir haben das jetzt groß angekündigt, die Leute warten da schon ein paar Wochen, beziehungsweise sogar schon Monate drauf. Du hast gesagt, du bist dabei, also schaufelst du dir hoffentlich auch ein bisschen Zeit frei. Wie sieht's aus? Jo, so letzte Woche hatte ich eigentlich Zeit. Okay, die ist jetzt vorbei, also kannst du mir jetzt was Sinnvolles anbieten, so? Also nächste Woche hätte ich eigentlich auch relativ viel Zeit, aber die habe ich schon komplett verplant. Da sich der Olli momentan so ein bisschen mit ein paar Mädels trifft, was ja auch völlig okay ist, ich meine, jeder kann sein Single-Leben genießen, so, kein Ding. Habe ich so den kleinen Gag gebracht und sagte so, also sind dir jetzt Dates wichtiger, als mal so ein paar Stunden mit deinem Bro zu haben, um endlich mal dieses Video zu drehen. Und er sagt einfach so staubtrocken, yo. Okay, alles klar, dann frage ich ihn nur noch letztlich, so, wollen wir das jetzt noch durchziehen, Alter, oder willst du mich hängen lassen, so? Soll ich mir eine andere Person suchen, die das mit mir macht? Na, hättest du da jemanden? Wow, Olli. Wow. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, Alter, scheiß drauf, das ist es nicht mehr wert. Gerade bei diesem Projekt fragte ich ihn mehrfach, weil er weiß, was mir das verdammt nochmal bedeutet, wie wichtig und wie aktuell dieses Ganze natürlich auch ist. Und dass da natürlich nicht nur eine Person, also nicht nur ich, sondern natürlich auch einige der Zuschauer darauf warten, dass es endlich mal online kommt. Und wenn er mir jedes Mal sagt, ja, du kannst auf mich zählen, ja, wir ziehen das durch, ja, wir machen das, dann möchte ich natürlich auch, dass das gemacht wird. So, und das Hinterherrennen finde ich nicht so schlimm, aber mir dann so zu kommen, Alter, ganz ehrlich so. Wie hättet ihr da reagiert? Sagt's mir mal bitte. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Ich bin nach wie vor sehr dankbar, Olli, dass du mit dafür verantwortlich bist, für viele meiner coolsten Videos auf meinem Kanal und gebe nach wie vor auch gern zu, dass er ein unheimliches Potenzial für sowas hat. Bin ich letztlich trotzdem ein Typ, der immer super gern reflektiert und erstmal in den Spiegel schaut und sagt so, okay, was hast du jetzt alles für Fehler gemacht? Wofür bist du verantwortlich? Ich meine, im Endeffekt bin ich sowieso für alles verantwortlich, weil man ist seines eigenen Glückes Schmied. Das ist ein Spruch, der ist vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber der stimmt einfach, weil ich hätte mir von Anfang an auch jemand anderen suchen können oder hätte nach den ersten 1-2 Andeutungen, dass Olli sich da vielleicht nicht so reinkniet, wie
ich das gerne hätte, was ja auch okay ist, es ist ja nicht sein Baby. Und ich einfach vielleicht das Missverständnis dafür hatte, dass ja bei ihm nein bedeutet. Ich weiß es ja nicht. Aber habe ich ihn zu sehr in die ganze Sache mit eingespannt? Habe ich zu viel erwartet vielleicht? Hätte ich die Zusagen nicht so eng sehen sollen? Hätte ich vielleicht mit ihm mehr außerhalb von YouTube machen sollen? So mehr freundschaftliches Zeug, ohne jetzt irgendwie über YouTube zu quatschen oder ohne irgendwie zu drehen oder keine Ahnung. Obwohl ich da ehrlich gesagt auch selten Zeit für hatte, weil er selber weiß, dass mein Privatleben ziemlich kurz kommt neben Job und YouTube. Es ist einfach nicht mehr viel Zeit übrig so. Da hätte ich wahrscheinlich auch nicht viel machen können, muss man ehrlich sagen. Oder hatte ich einfach zu viel Verständnis erhofft, dass ich eben neben YouTube nicht immer 200% für die Arbeit da sein kann? Also vor allem auch gedanklich. Diese und viele Fragen haben mich lang beschäftigt, aber vielleicht stelle ich auch einfach die falschen Fragen. Alles in allem wünsche ich Olli trotzdem das Allerbeste für sein Leben. Und das meine ich von Herzen. Und ich wollte niemanden, weder Olli noch irgendjemand anders mit dem Video angreifen, sondern euch einfach nur informieren, weil es halt aktuell zu dieser Bart-Up-Challenge führt, beziehungsweise viele Änderungen in dieser Bart-Up-Challenge logischerweise geben wird. Denn abschließend gibt es noch eine gute Nachricht. Nach einem sehr ausführlichen Gespräch vor einigen Tagen konnte ich Elias, und den kennen wahrscheinlich einige von euch noch, dafür gewinnen, diesen Platz zu übernehmen. Ohne dass er es mir übel nimmt oder denkt, er wäre irgendwie Plan B. Und für Elias war das überhaupt keine Diskussion. Er hat sofort gesagt, Dicker, das ist eine coole Idee, mach dir da nicht so eine Platte, na klar bin ich dabei. Wofür ich einmal mehr dankbar bin, dass ich mich bisher eigentlich immer auf Elias verlassen konnte, auch wenn das mit dem Zeitmanagement manchmal ein bisschen schwierig war, weil er halt wirklich ultra viel um die Ohren hat, wahrscheinlich noch das Dreifache von mir. Und ich finde es einfach mega nice, dass er immer wieder für meinen Kanal da ist, ohne dass er irgendwas dafür verlangt. Und da Elias nun gegen mich diese Challenge antreten wird, muss es natürlich einen Einsatz geben. Und der Einsatz, den ich gebe, das wisst ihr ja, das ist mein Bart. Und den Einsatz, den Elias gibt, das wird sein wunderschöner Afro sein. Und in wenigen Tagen werden wir anfangen mit der Go-Kart-Challenge. Und wir kamen nebenbei gesagt noch auf ziemlich viele andere nice Ideen für die Zukunft. Und ich will abschließend nicht zu viel verraten, aber da kommt was ziemlich episches, / filmreifes auf uns zu.